So, wir sind jetzt an tatsächlich einer Location angekommen zu Herr der Ringe. Und könnt ihr mal gucken, ob ihr schon seht beim hier rumschwenken, was es vielleicht sein könnte. Das ist ja, wenn man hier mal guckt, also das hier, das ist dieser Schotterweg. Und ja, aber hier tatsächlich da hinten, gerade ob ich es genau sehe, ja doch da. Da hinten um. Zoomen können? Kann ich hier zoomen? Nee, kann ich nicht. Also, ja, mit der GoPro geht das scheinbar nicht so, während dem Film zu zoomen. Ich weiß zwar nicht warum, aber geht anscheinend nicht. Macht ja nichts. Aber da hinten, zwischen diesen zwei Felsen durch, ist die Wetterspitze. Und ist gerade sehr windig. Da hinten ist die Wetterspitze. Ihr müsst euch da noch die ja, Ruinen drauf vorstellen. Vielleicht schaffe ich es dann auch irgendwie noch mal ein bisschen gegenzuschneiden, wie das im Film aussieht, dass ihr euch so grob vorstellen könnt, was hier Phase ist oder was ich meine. Genau. Aber da ist die Wetterspitze. Also das nochmal so ein bisschen als Beweisvideo. Wir sind tatsächlich in Neuseeland und sind einfach an einem Spot, wo wir die Wetterspitze sehen können. Das ist unglaublich fantastisch. Und ja, ist glaube ich auch einer der Spots, wo jetzt vielleicht nicht unbedingt jeder vorbeischaut. Ist auch nicht unbedingt der einfachste Weg gewesen hierher. Aber wir sind hier angekommen und wir haben es geschafft. Und ich glaube, das war schon ziemlich cool. Also, ja, allein einfach die Landschaft zu sehen. Mal gucken, vielleicht werden wir da auch noch ein paar Bilder von mit reinpacken. Aber also, das ist, ist unglaublich, wie grün einfach und wie saftig hier dieses Gras ist. Das ist schon krass. Also, ich weiß nicht, wie man es anders sagen kann, aber die Landschaft ist ja einfach so unglaublich fantastisch hier. Allein auch diese Bergkette da, diese Höhle da, und es ist einfach, ja, so, so gut. Je länger man auch auf den Berg da drüben guckt, umso eher kann man noch erkennen, okay, wo saßen denn da die Hobbits? Das war eher so, ich versuche nochmal, so rechtzeitig davon, da saßen dann so die Hobbits drunter und haben sich versteckt und haben dann auch das Feuer gemacht, dummerweise, und so weiter. Also, das ist da alles zu sehen und das wird da gefilmt. Und ja, hier diese weißen Bäume, das könnten auch glatt hier Überreste sein vom weißen Baum. Ja, also wirklich, die Reise hat sich jetzt schon gelohnt. Kann man so sagen, würde ich sagen. Oder wie auch immer. Ich würde sagen, er hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben in Auckland eine Stadtrundfahrt schon gemacht. Da das hier mit den Aufnahmen, also ich habe zwei Aufnahmen gemacht, ich hatte sie auch, aber ich hatte so ein bisschen hin und her mit meinem Handy. Jetzt ist irgendwie, kann er die SD-Karte nicht mehr lesen und das ist alles irgendwie. Also wenn ihr davon irgendwann mal was sehen solltet, hat immerhin etwas funktioniert. Aber ja, genau, also es ist fantastisch einfach hier zu sein, hier die auf demselben Boden zu stehen, wo Herr der Ringe einfach gedreht wurde, ist schon klasse. Und es wird noch einige Spots mehr geben. Ich habe ehrlich gesagt im Vorhinein überhaupt keinen Plan. Ich werde das im Nachhinein irgendwie dann bearbeiten, zusammenschneiden und mal gucken. Und ich freue mich über alles,
was wir erleben können, was wir vielleicht auch festhalten können. Und ja, genau. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht und was wir noch so erleben. Für uns geht es jetzt hier in dem Moment gerade erstmal weiter. Wir werden uns jetzt dann aufmachen nach Hot Water Beach, so nennt sich der Ort tatsächlich. Und da unsere nächste Schlafstätte für die nächsten 2 Nächte beziehen und schauen, was wir uns da noch so angucken können, was wir da noch so finden. Und danach geht es tatsächlich ja, ins Hobbitdorf, nach Hobbiton, ans Movieset. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und wir werden in Hamilton, oder bei Hamilton ist das, glaube ich, wenn wir übernachten. Genau, das sind so die nächsten Pläne. Und mal schauen, wie es so wird. Und ich hoffe, das Wetter bleibt so fantastisch, wie es einfach jetzt die ganze Zeit ist. Temperaturen sind angenehm. Hier sind jetzt, glaube ich, gerade so 18 Grad oder so, würde ich schätzen. Ich stehe hier ja noch im Pullover. Vom Wind her ist das auf jeden Fall, also auf jeden Fall noch so, dass ich sagen würde, ich brauche noch einen Pullover. Genau. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Oder im nächsten, also Video meine ich, die nächste Aufnahme. Ja, bis dann.